Servus bei Uncut TV. Heute gibt's eine Trailer-Reaction zum Film Cement, The Final Brick in the Wall vom Regisseur Rob Zeus. Ich habe ja bereits vor einigen Tagen den Trailer dazu hochgeladen. Der war allerdings ab 18 Jahren erst freigegeben. Und jetzt in dieser Trailer-Reaction gibt's den Trailer für jeden freigegeben. Allerdings wird er auch leicht retuschiert, also zensiert. Ich muss ein paar Sachen zensieren, dass ich es wirklich für jeden freigeben kann. Aber dieses Video kann sich jetzt jeder anschauen. Ja, also, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Trailer mal gemeinsam an und schauen, was es dazu zu sagen gibt. Okay, ein paar Käfer mal zur Einleitung. Okay, ein Spruch von Karl Marx. Das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Der in der Badewanne da ist übrigens der Regisseur, der zottelige Typ da. Okay, coolen Sound haben wir auch. Okay. Ja, schaut jetzt schon ein bisschen rotzig aus, das Ganze. Ja, man sieht schon, dass das Ganze jetzt keine AAA-Hochglanzproduktion wird, sondern dass das schon eher so eine Amateurgeschichte ist. Aber geilen Sound haben wir, glaube ich. Schon wieder vorbei, der geile Sound. So, was ziehen die sich da rein? Ich hab's nicht so mit Drogen. Was war das? Crack, oder? Schreibt's mal in die Kommentare. Kennt mich da nicht so aus. Naja, Soundtrack ist gut. Guter Finger. Back down, fucker! Es war cool. Okay, ein paar Gas-Szenen auch mit drin. Gut, der Finger. Oh, Nekro-Szenen haben wir offenbar auch mit drin. Ich bin ja auch schon gefragt worden, was ich für einen Sound hoch. Also so Sound gefällt mir ganz gut. Ja, so schaut's ja aus. Ja, also ich muss sagen, der Sound gefällt mir gut. Und ihr seht da auch, dass Rob da mit einigen Bands zusammenarbeitet. Ich habe auch gefragt, ob er da einen Soundtrack rausbringen will. Dann sagt er, das ist eben nicht so einfach, weil das immer natürlich Urheberrechtssachen und rechtliche Sachen mit jeder einzelnen Band sein. Aber vielleicht kommt ein Soundtrack dazu raus. So, lass meinen Sound noch auslaufen. Gut, das war der Trailer zum Film Cement, The Final Brick in the Wall. Was gibt's dazu zu sagen? Also, man sieht schon, das Ganze ist eine Amateurproduktion. Ich habe mit dem Regisseur, mit Rob Zeus, selbst auch ein bisschen geschrieben. Und er hat mir ein paar Fotos geschickt, wo man sieht, wie er die ganzen Filmprops, also diese Filmrequisiten, die macht er alle selber mit seiner Frau. Also er hat mir da Fotos von Figuren geschickt, wo er mit, wie heißt jetzt das Material? Jetzt schießt es mir gerade nicht. Mit Latex, genau. Mit Latex macht er diese Figuren. So, ich kann nochmal die Kopfhörer runternehmen. Mit Latex macht er eben diese Figuren und das macht er alles mit seiner Frau mehr oder weniger alleine. Er hat da
eigentlich kein Budget, er finanziert das Ganze selber, darum kann man auch nicht, wie ich schon gesagt habe, während dem Trailer, man kann da keine AAA-Hochglanz Produktion erwarten. Das Ganze wird sicher sehr rotzig und richtig Underground-Amateur-mäßig. Mir erinnert das so ein bisschen an den Film The Devil's Reject. Also ich glaube, das kann so ein bisschen die Underground-Version von Devil's Reject werden. Ja, ansonsten, mir persönlich gefällt der Trailer sehr gut. Ich stehe aber auf das Underground-Zeug. Ich habe schon einen Kommentar gelesen über diesen Trailer, wo einer geschrieben hat, billig produzierter Amateur-Mist. Und ich habe dann drauf geschrieben, das ist ja gerade das Geile daran. Also ich sehe das auch so. Also mir taugt sowas. Aber mir ist natürlich klar, das seien jetzt nicht Filme, die für jedermann gemacht sein. Rob hat übrigens auch gesagt, dass er wie er diesen Film begonnen hat zu machen, war er selber skeptisch, weil die Leute immer nur Gore, Gore, Gore wollen. Und in dem Film geht es eben nicht nur um Gore. Also er versucht da ein bisschen eine Story reinzupacken. Ich habe von Rob Zeus selber noch keine Filme gesehen. Ich werde mir jetzt aber im Favor die ersten bestellen. Er hat eben Filme gemacht wie die Zombies from Sector 9, glaube ich, heißt der eine Film und einer heißt Slime. Die werde ich mir im Favor mal bestellen und werde euch die dann auch, ja, vielleicht auch kurz mal was dazu sagen in einem kleinen Review. Vielleicht auch kurz dazu, wie solche Amateurproduktionen im Normalfall ablaufen. Ich war ja auch schon mal bei so einer Produktion dabei. Man kann sich das Ganze jetzt nicht so vorstellen. Klar, bei ihm war ich jetzt noch nie dabei. Ich glaube, man kann sich das jetzt nicht so professionell vorstellen, wie das oft ist bei Filmen, sondern da treffen sich ein paar Kollegen zu einem Drehtag, da wird ein bisschen gequatscht, ein bisschen gegrillt und nebenbei wird das gedreht. Und darum schaut der Trailer auch so aus, wie er aussieht. Ich finde ihn geil. Schreibt es mal in die Kommentare, wie euch dieser Trailer gefällt. Und ganz wichtig ist jetzt noch, wenn auch du immer auf der Suche nach guten Underground- und Amateurfilmen bist, dann abonniere jetzt noch ganz schnell diesen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!